Sie wollen eine Bewerbung schreiben, die nicht tagelang dauert, sondern ganz rasch fertig ist. Und Sie wollen wissen, worauf es dabei wirklich ankommt? Dann sind Sie hier im richtigen Video. Ich werde Ihnen den allerschnellsten Weg zu einer erfolgreichen Bewerbung verraten. Mein Name ist Martin Wehle. Der Fokus bezeichnet mich als Deutschlands bekanntesten Karriereberater. Und Sie können sich durch meinen Videokurs Bewerben mit Erfolgsgarantie zum sicheren Erfolg Ihrer Bewerbung begleiten lassen. Den Link finden Sie unter diesem Video. Die Methode, die ich Ihnen jetzt verrate, die haben schon hunderte meiner Klienten mit richtig großem Erfolg angewendet. Es ist eine Methode, die nicht in Büchern beschrieben und auch nicht im Internet empfohlen wird. Es ist eine Methode, die nur ein paar Insider kennen, langjährige Karriereberater wie ich oder erfahrene Personaler. Und ich sage Ihnen gleich, warum diese Methode so gut funktioniert. Versetzen wir uns in die Perspektive eines Personalentscheiders. Was nervt Sie beim Thema Bewerbung am meisten? Ich habe nachgefragt, die häufigste Antwort war: Ich brauche irrsinnig viel Zeit, um mich durch das ganze Bewerbungsmaterial zu wühlen. Oft bestehen die Unterlagen mit Zeugnissen und Referenzen aus über 10 Seiten. Bitte rechnen Sie das einmal aus. Wenn ein Personaler pro Tag 20 Bewerbungen bekommt, nur 20, und jede davon ist 10 Seiten lang, dann müsste er 200 Seiten lesen. Ist das realistisch? Natürlich ist es das nicht. Was tut der Personalentscheider also stattdessen, wenn Sie ihm 7 oder 10 oder 15 Seiten schicken? Er blättert Ihre Bewerbung blitzschnell durch in 30 bis 45 Sekunden. Nun liegt es an ihm, die Spreu vom Weizen zu trennen. Kurz gesagt, Sie haben ihm einen Sack voll Sand geschickt und er soll die Goldkörner da rauspicken. Empfinden Sie das als empfängerfreundlich? Erwecken Sie so den Eindruck, dass Sie für Ihre Kunden, und in dieser Position ist jetzt der Personaler, dass Sie für Ihre Kunden mitdenken? Natürlich nicht. Und jetzt habe ich einen revolutionären Vorschlag. Wie wäre es, wenn Sie eben nicht so viel Sand, sondern einfach nur die Goldkörner verschicken würden? Wenn Sie, anders als fast alle anderen Bewerber, alles Überflüssige wegließen und sich auf den Kern konzentrieren würden? Das hat gleich einen doppelten Vorteil. Erstens sparen Sie sich selber viel Zeit und Mühe beim Schreiben Ihrer Bewerbung. Statt sich tagelang den Kopf zu zerbrechen, könnten Sie Ihre Bewerbung, je nachdem wie geübt Sie sind, in wenigen Minuten oder zumindest in einer halben Stunde fertig machen. Aber noch wichtiger, viel wichtiger ist der zweite Gedanke. Durch Ihre Kurzbewerbung kann der Personalentscheider Zeit sparen. Er wird mit einem Blick erfassen, wer Sie sind und ob Sie sich für die Position in seinem Unternehmen eignen. Und jetzt fragen Sie sich einfach mal, wird es Sie unsympathisch machen, dass Sie ihm Zeit sparen? Oder kann es sein, dass Sie dadurch sofort einen Sympathiebonus bekommen, dass Sie auffallen und zwar positiv und dass Sie die Chancen erhöhen, einen Zuschlag dieser Firma zu bekommen? Es ist tatsächlich so, eine gekonnte Kurzbewerbung, die schlägt lange Bewerbungen in etlichen Situationen um Längen. Ich sage bewusst in etlichen Situationen, denn die Schnellbewerbung ist nicht immer der beste Weg. Sie erfahren gleich, wann sie am besten funktioniert. Die Idee der Kurzbewerbung ist folgende: Lassen Sie alles weg, weg an Papier, weg an Information, was den Empfänger im ersten Moment nicht notwendig ist. Das bedeutet natürlich nicht, dass Sie der Firma Ihre Zeugnisse und Referenzen und weitere Details aus dem Lebenslauf verweigern. Das bedeutet nur, dass Sie anbieten, solche Feinheiten bei Interesse nachzuliefern. Oft, gerade in kleineren und unkomplizierten Unternehmen, oft wird von diesem Angebot gar kein Gebrauch gemacht, sondern Sie landen sofort in einem Vorstellungsgespräch, oft sogar einem informellen. Das ist besonders vielversprechend, denn dann läuft in diesem Moment gar kein offizielles Bewerbungsverfahren. Womöglich sind Sie der einzige Bewerber und Sie können sich ausmalen, wie sich das auf Ihre Chancen auswirkt. Und jetzt sage ich Ihnen, wie Ihre Kurzbewerbung aussehen sollte. Diese Bewerbung besteht nur aus einer einzigen Seite und diese Seite verfolgt nur ein einziges Ziel. Sie zeigen auf, warum Sie die optimale Unterstützung für genau diese Firma wären. Alles andere, was dafür keine Relevanz hat, das dürfen Sie weglassen. Ein Beispiel: Vielleicht beherrschen Sie 3 Fremdsprachen, aber wenn in dem Unternehmen keine Fremdsprachen gefragt sind, lassen Sie es weg. Oder Sie verfügen über den LKW-Führerschein, aber wenn in diesem Unternehmen kein solcher Führerschein gefragt ist, lassen Sie es weg. Oder Sie haben ein paar Jahre in einer anderen Branche gearbeitet, aber wenn das in diesem Unternehmen keine Relevanz hat, dann
Lassen Sie es weg. Nun höre ich schon Ihre Frage, aber muss eine Bewerbung, muss ein Lebenslauf denn nicht vollständig sein? Wie sieht das in der Praxis aus, wenn ich so viel weglasse? Ich sage Ihnen gleich, wie Sie diese Bewerbung aufbauen. Vorher die Antwort auf die erste Frage. Natürlich dürfen Sie den Sand weglassen, wenn Sie ausdrücklich sagen, dass Sie sich auf die Goldkörner konzentrieren. Und nun verrate ich Ihnen den Aufbau, danach erfahren Sie, in welchen Situationen eine solche Schnellbewerbung ein Trumpf ist und wann Sie es eher anders machen sollten. Also, Ihre Kurzbewerbung, die besteht aus einem Anschreiben, das zugleich relevante Stationen Ihres Lebenslaufes aufgreift. Am Ende folgt ein verbindlicher Schlusssatz und das war's auch schon. Ich mache es Ihnen an einem Beispiel vor. Angenommen, ich würde mich bei einer Redaktion bewerben, sagen wir bei der Wirtschaftswoche. Ich bin gelernter Journalist, ich habe etliche Wirtschaftsbücher geschrieben, es wäre also eine denkbare Option. Und angenommen, ich würde nicht auf eine offizielle Stellenausschreibung reagieren, sondern ich wollte mich initiativ bewerben. Wenn ich jetzt eine Bewerbungsmappe losschicke, dann kann es passieren, dass sich niemand so richtig damit beschäftigt. Denn es läuft ja gar kein Bewerbungsverfahren und die Zeit, die ist immer knapp. Wenn ich es aber schaffe, mich auf einer einzigen A4-Seite zu präsentieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich mit meiner Botschaft zu den Verantwortlichen vordringe. Hier mein Kurzbeispiel für eine Bewerbung. Ich sage Ihnen gleich, wie Sie das auf sich übertragen können. Und ich wende mich direkt an den Chefredakteur. Also, sehr geehrter Herr Balzli, warum die Wirtschaftswoche davon profitieren kann, mich als Redakteur an Bord zu holen, dafür möchte ich Ihnen drei Gründe nennen. Erstens, Sie können darauf bauen, dass ich als preisgekrönter Journalist, Reportagepreis der Akademie für Publizistik, Ihre Leser mit lebendigen Texten ans Blatt binde. Profitieren Sie davon, dass ich den Journalismus nicht nur als Redakteur kenne, sondern als Führungskraft auch für ein MDAX-Unternehmen gearbeitet und die Perspektive der Unternehmen verinnerlicht habe. Ich weiß, wie Ihre Leser in den Unternehmen ticken. Sie dürfen treffende Themenvorschläge von mir erwarten. Zweitens, Sie können sich darauf verlassen, dass ich als Autor eines halben Dutzends Karriere- und Coachingbücher Ihre Leser mit Insider-Tipps versorgen kann, wie Sie sie sonst nur von externen Experten bekommen. Nutzen Sie alles, was ich in 20 Jahren als Business Coach und Karriereautor gelernt habe, um Ihre Wirtschaftswoche noch praxisnäher zu gestalten und sich einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz zu sichern. Drittens. Gerne werde ich meine über 600.000 YouTube-Abonnenten darüber informieren, wo Sie künftig meine Artikel lesen können. Damit eröffnen Sie für sich die Chance, neue Leser in großem Umfang zu erobern. Zudem gewinnen Sie einen Videoexperten, der Ihr Blatt bei filmischem Content einen entscheidenden Marktvorsprung sichern kann. Lassen Sie uns gern darüber sprechen, welche Ziele Sie aktuell verfolgen und womit ich die Wirtschaftswoche am besten voranbringen kann. Mit freundlichen Grüßen, Martin Wehle. Dieses Anschreiben, das habe ich in etwa 3 Minuten hingeschrieben. Man könnte das noch besser machen, aber ich denke, das wird auf jeden Fall für eine Einladung ins Vorstellungsgespräch reichen. Und jetzt sage ich Ihnen, wie Sie das Muster auf sich übertragen und dabei erläutere ich Ihnen auch nochmal kurz die Methodik meines Vorgehens. Also, wenden Sie sich direkt an den Fachvorgesetzten und beschränken Sie sich auf 3 Punkte. Und lassen Sie in dieses Anschreiben nur das Relevanteste aus Ihrem Lebenslauf einfließen, also nur die Goldkörner. Ich zum Beispiel erzähle nicht, dass ich gelernter Journalist bin und ein Volontariat absolviert habe. Das wäre langweilig. Aber ich sage, dass ich ein preisgekrönter Journalist bin. Das lässt aufhorchen. Ich sage nicht, dass ich einen YouTube-Kanal gegründet habe vor so und so vielen Jahren. Ich sage nur, wie viele Abonnenten ich aktuell habe. Das lässt aufhorchen. Und bei allem, was ich sage, betone ich den Vorteil des Empfängers. Ich sage also nicht, ich bin ein toller Hecht, weil ich so viele Bücher geschrieben habe, sondern ich sage, ich kann Ihre Leser mit praxisnahen Tipps versorgen. Ich sage nicht, ich bin ein toller Hecht, weil ich 600.000 Abonnenten habe, sondern ich sage, Sie können durch mich neue Leser an Bord und eine Videoexpertise in Ihre Redaktion holen. Ich sage nicht, ich bin ein toller Hecht, weil ich Führungskraft in einem MDAX-Konzern war, sondern ich sage, Sie können davon profitieren, dass ich die Perspektive der Entscheider in den Unternehmen kenne und deshalb die richtigen Themen für Sie vorschlage.
Das ist ganz wichtig. Der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Schreiben Sie nichts in Ihre Kurzbewerbung, nur weil Sie stolz darauf sind, sondern sagen Sie immer, 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 was hat das Unternehmen davon? Es gibt Satzmuster, durch die Sie diesen Bogen schlagen können, zum Beispiel, nennen Sie erst Ihre Qualität und dann schreiben Sie, Ihr Unternehmen kann davon profitieren durch oder nutzen Sie meine Expertise für Ihr, und jetzt folgt ein Ziel des Unternehmens, oder wie ich in meinem Anschreiben, damit eröffnet sich für Sie die Chance, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und jetzt noch zu der wichtigen Frage, wann ist diese Schnell- und Kurzbewerbung angemessen? Nicht angemessen ist sie als Reaktion auf Ausschreibungen größerer Firmen. Denn wenn ein formaler Bewerbungsprozess läuft, dann sind auch formale Bewerbungsunterlagen nötig. Sonst könnten sie aussortiert werden. Aber richtig, richtig gut funktioniert die Kurz- und Schnellbewerbung, wenn Sie sich initiativ bewerben, wie in meinem Beispiel. Dann können Sie am Ende Ihres Schreibens noch kurz anbieten, dass Sie bei Bedarf weitere Unterlagen nachreichen. Aber oft kommt es vorher schon zu einem informellen Gespräch, weil die wichtigsten Punkte von Ihnen ja bereits genannt sind, nämlich die Goldkörner. Die Kurzbewerbung ist ideal für Jobmessen. Hier sind die Verantwortlichen begeistert, wenn sie eine Bewerbung erhalten, die in kurzen Worten den Nutzen der Firma hervorhebt. Und die Kurzbewerbung, die funktioniert sogar bei Ausschreibungen, wenn es sich um kleine oder mittlere Firmen handelt. Dann können Sie ein PS anfügen, dass Sie bewusst die Kurzform der Bewerbung gewählt haben, um dem Unternehmen Aufwand zu sparen und dass Sie gerne bereit sind, Ihre kompletten Unterlagen nachzureichen oder mit in ein Vorstellungsgespräch zu bringen. Ich bin immer wieder verblüfft, dass sich die Erfolgsquote der meisten Bewerber sogar bei offiziellen Ausschreibungen erhöht, wenn sie auf diese effektive Form der Kurzbewerbung setzen. Man kann sagen, je kleiner und informeller das Unternehmen, desto besser die Chancen dieser Minutenbewerbung. Probieren Sie es aus, es kostet Sie nur ein paar Minuten, aber es kann Ihnen einen tollen, einen neuen Job bringen. Wollen Sie nie mehr als Bewerber scheitern? Wollen Sie nie mehr erleben, dass Sie vor den Kopf gestoßen und erst gar nicht ins Vorstellungsgespräch eingeladen werden? Dann nutzen Sie meinen Videokurs Bewerben mit Erfolgsgarantie. Dort verrate ich Ihnen eine Methode, mit der Sie Ihre Bewerbungschancen vervielfachen. Es funktioniert wirklich. Tausende von Bewerbern, die bis dahin viele Absagen kassiert hatten, die sind mit dieser Methode durchgestartet und die haben sich die allertollsten Jobs geangelt. Ich bin sicher, dass mein Kurs Ihnen einen neuen Job bringen wird und deshalb können Sie bei Bewerben mit Erfolgsgarantie den ganzen Kurs 30 Tage lang testen. Wenn Sie nicht begeistert sind, dann genügt eine kurze Mail. Sie haben nichts zu verlieren und ganz viel zu gewinnen. Wollen Sie künftig der beste Bewerber von allen sein? Wollen Sie sich ein Ticket zum Vorstellungsgespräch sichern? Und wollen Sie auch noch ein perfektes Trainingslager durchlaufen, das Sie topfit für dieses Vorstellungsgespräch macht? Dann klicken Sie jetzt hier, um sich meinen exklusiven Videokurs zu sichern. Ich freue mich schon auf Sie. Schnappen Sie sich Ihren Traumjob und abonnieren Sie diesen Kanal gern mit Glocke. Bis zum nächsten Mal, Ihr Martin Wehrle.